hier eine Stimmgabel gegeben und gesucht sind die Schwingungsdauer und die Wellenlänge, wenn ich die Frequenz gegeben habe. Ein bisschen verwirrend sind diese 20 Grad Celsius. Also gegeben ist auf alle Fälle mal die Frequenz. Das sind 523 Hertz. Und die 20 Grad interessieren nicht, aber damit ist gegeben die Schallgeschwindigkeit. Das nimmt man C-Schall. Ja, das sind 343 Meter pro Sekunde. Also bei 20 Grad ist die ungefähr so groß, bei verschiedenen Temperaturen ist die verschieden, aber ungefähr 340 Grad. Meter pro Sekunde. Und jetzt gibt es da mehr zwei Formeln. Es gibt die Formel, die Frequenz ist 1 durch die Dauer einer Schwingung, und es gibt die Formel C ist Lambda F, die Geschwindigkeit mal so. Die Geschwindigkeit ist Wellenlänge mal Frequenz, und jetzt kann ich an der Stelle nach T auflösen, dann ist die Zeit 1 durch die Frequenz, und 1 durch die 523, das ist jetzt 1,9 mal 10 hoch minus 3 Sekunden, also ein T ist dann ungefähr 1,9 Millisekunden. Ich habe hier genug geltende Ziffern, ich kann auf 2 runden, und an der Stelle dividiert durch F, dann habe ich die Wellenlänge ist die Geschwindigkeit durch die Frequenz ist 343 Meter pro Sekunde, ein bisschen sauber, ja, durch die Frequenz 5, 2, 3 Hertz und Meter bleiben übrig. Dann habe ich 0,655 Meter, also ungefähr 66 Zentimeter. Ja, das sind die, und das ist hier so das Übliche. Also das ist hier die zwei Formeln und die ganzen Begriffe, Geschwindigkeit, Wellenlänge, Frequenz. Damit hat man es.